Willkommen im MS Jahres Rückblick 2019. Ja, damit ihr wisst, dass es mir besser geht, laufe ich mit dem Rollstock nach vorne. Und schreibe hier, muss mir am Auto lehnen, es friert mir ab, dass es heute den 31.12.2019 ist. Draußen haben wir minus 3 Grad und wir haben schönen Himmel. So, ich mach Cut. Ja. Jahresrückblick 2019. Was kann ich über meinen Jahresrückblick sagen? Ja, genau. Der hat sehr schlecht angefangen. Also schlechter ging es nicht. Aber heute kann ich sagen, heute hat es gut geendet. Also 12 Monate sind vergangen. 1. Januar 2019, 31. Dezember 2019. Viele sagen sich, ich habe welche Vorsätze, ich möchte abnehmen, bla bla bla. Bei mir hat es auch geklappt. Ich möchte euch nicht verheimlichen. Ich habe dieses Jahr minus 11,7 Kilo. Ich bin immer noch nicht unterernährt. Ich habe nichts zu verbergen. Das höchste der Gefühle waren minus 13. Also ich habe wieder sozusagen 1,3 zugelegt, aber minus 11,7. Da steht alles drin. Ne? Also, ihr seht, dass ich nicht untergewichtig bin. Ne? Aber minus 11,7 Kilo. Meine Frau sagt immer, wenn man 12 Kilo, stell dir vor, mein Schatz, du würdest jeden Tag 12 Kilo mit dir tragen. Empfehlenswert ist es, weil ich bin immer noch zu schwer. Mein Ziel ist auch nächstes Jahr, vielleicht auch 12 Kilo abzunehmen in einem Jahr. Dann habe ich schon 24. Wie habe ich es gepackt? Einfach essen, wenn ich Hunger habe und wenn möglich abends nichts mehr essen. Hat mir sehr viel geholfen. Lange Rede, kurzer Sinn, das war nur das eine Positive. Wie hat das Jahr angefangen? Ich habe mir ein paar Eckdaten aufgeschrieben von diesem Jahr. Also am 7. Januar 2019 habe ich mich einrenken lassen bei einem Chiropraktiker. Ich war total schief, Schmerzen ohne Ende gehabt. Und das Jahr 18/19 damals, also viele werden, die Leute, die meine Videos kennen, sehen mich hustend, Probleme mit der Lunge, Probleme mit den Augen. Das war Oktober, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, fast März, schlaflose Nächte, Husten, ich habe gerotzt, Blut und Wasser, also das war unerträglich. Und dann habe ich Probleme beim Gehen gehabt, einrenken beim Chiropraktiker, das hat geholfen. Am 16. Januar 2019 war ich beim MRT. Ich wollte es damals absagen, weil ich konnte nicht atmen. Ich habe einen trockenen Mund gehabt. Ich habe im MRT, viele was wissen, es ist schon eng genug. Und wenn du noch... Furchtbar, furchtbar. Ich war am Krepieren. Am 17.01.2019 habe ich meinen Arzt besucht. Der hat mir Antibiotika verschrieben. Die habe ich auch genommen. So lieb ich bin. Am 7.02.2019 war ich beim Augenarzt, weil meine Augen unscharf waren. Also der hat immer, so wie eine Linse, wo immer korrigiert, wie bei der Kamera. Wenn ich jetzt so mache, würde die Kamera jetzt... Wissen Sie, was ich meine? Ja. Dann am 3. April 2019 habe ich im Krankenhaus Blutkontrolle gemacht, weil ich eine Woche vor der Ocrevus-Infusion, die müssen wissen, wie die Leberwerte sind und pipapo. Am 8. April, das war mein Hochzeitstag, war ich im Krankenhaus. Mein Hochzeitstag, meine Silberhochzeit, 25-Jährige, kann man nicht besser als im Krankenhaus. Meine Frau hat einen Kuchen gemacht, Ocrevus-Infusion. Dann habe ich am 24.04.2019 musste ich schleunigst zum Krankenhaus in Bensheim, Notfall. Ich habe wieder Antibiotika bekommen und diesmal habe ich eine Schockreaktion.
Und meine Frau hat schnell den Arzt gerufen, schnell Gegenmittel eingespritzt, war eine Nacht zur Beobachtung, am nächsten Tag wieder zu Hause. Und dann hat mir die Ärztin gesagt, es war gut, dass sie gekommen sind, weil es hätte sich zugeschnürt und das wäre wahrscheinlich mein Todestag gewesen, der 24. April. Also, ich lebe, das ist gut, man kann reden. Dann am 25. April 2019, genau, habe ich die Antibiotika abgesetzt, auf Anraten des Arztes am Folgetag. Und es gab Diskussionen über meine Impfungen. Ich bin ein Nicht-Impfgegner, aber diese ganzen Impfungen, die extra sind, habe ich abgelehnt. Ne? Diskussion um Impfung. Ich habe dann nur mich überreden lassen. Kinderlähmung, wie heißt es, die eine? Zwei Impfungen gibt es, ich habe sie nicht im Kopf. Ja, und der Rest habe ich gesagt, will ich nicht. Und der Arzt hat, ich habe mit dem 20 Minuten geredet, der Arzt hat gesagt, okay, das ist ihr freier Wille. Das fand ich in Ordnung, aber die Impftussi, die Arzthelferin, ja, ihr Impfpass ist fast leer, ist egal. Ihre FSME-Impfung muss aufgefrischt werden, will ich nicht, das muss, will ich nicht, will ich nicht. Hör auf, Grippeschutzimpfung will ich nicht, brauche ich nicht. Grippeschutzimpfung und so weiter und so fort. Am 27.05.2019 war ich beim Neurologen. Da wurde mein Antrag auf Reha abgelehnt. Begründung, ich bin nicht arbeitsfähig, erwerbsunfähig, also brauche ich keine Reha. Vielen Dank. Okay, egal. Am 11.07.2019 hatte ich ein Arztgespräch im Krankenhaus wieder. Diesmal fragt er mich, wie ist es mit Ihrer Lunge? Haben Sie Probleme? Habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Also wahrscheinlich hängt es damit ab, dass es Sommer ist. Ja, das ist gut so, ne? Hat aber mir nichts gesagt. Nur, das ist gut so, schönen Tag, viel Spaß und so weiter und so fort. Am 18. Juli 2019 habe ich eine Knochendichtemessung gemacht. Verdacht auf Osteoporose. Ach du Schande, habe ich gesagt. Und Verdacht auf Osteomalazie, also die Schulterblätter sind nicht gerade, sind durch die Osteomalazie, so weiche Knochen, die sind so ein bisschen verbogen. Das kann nicht sein. Ich muss irgendwas machen. Am 9.09.2019 MRT ohne Befund, da war ich froh. Und dann kommt der Herbstanfang. Aber so, nee, bitte, 21. September 2019, ich möchte nicht wieder das erleben, was ich erlebt habe. Also Probleme und so weiter und so fort. Und da habe ich in Erinnerung gehabt, dass ich 2017 oder 18, dass der Arzt gesagt hatte, ich habe einen Vitamin D3-Spiegel von, haltet euch fest, 3,8 Nanogramm oder Mikrogramm pro Mikrogramm. Also, ich habe die Werte nicht im Kopf. Ich habe in Vorbereitung ein besseres Video für März, April, wenn ich diesen Winter überstehe ohne Probleme. Und damals hat der Arzt gesagt, ja, Sie haben ja einen guten Vitamin D-Spiegel. 28, ne, von 3 auf 28, das Zehnfache, was wollen Sie? Und da habe ich mir gedacht, wenn die Sonne mir gut tut, ne, dann muss ich was tun. Habe ich mir eigenmächtig, habe ich am 7.10. habe ich mir Vitamin D-Tabletten gekauft, 10.000 Einheiten Vitamin K-Tabletten und habe jeden Tag 10.000 Einheiten. Und bap, ich habe keine Erkältung, nichts. Die Leute haben jetzt überall keuchen rum, ich habe nichts. Ich erkläre es euch dann im Video, wenn es klappt. Wenn ich noch weiter, weil das sind Januar, Februar und März, das sind auch noch schwere Erkältungsmonate, was ich gemacht habe. Dann am 15. Oktober wieder Blutkontrolle. Und diesmal sagt mir der Arzt bei der Blutkontrolle, ja, Sie haben Verdacht auf Neutropenie, also wenige weiße Blutkörperchen. Nebenwirkung von Ocrevus. Das Gute an Ocrevus ist Schubfreiheit. Ne? Nebenwirkung von Ocrevus ist Lungenentzündungen, dass das Immunsystem runtergefahren wird. Da habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Ich will nicht wieder
drei, vier, fünf Monate nicht schlafen können. Da bin ich schlecht gelaunt. Nicht so wie heute, so ein bisschen lächeln. Und am 20.11. war ich beim Neurologen. Ein Neurologe hat selbstständig mir, wie heißen die, Decristol, das ist geblieben, dass ich manche Sachen vergesse, Decristol 20.000 IE gegeben. Sagt sie, nehmen Sie sie einmal die Woche. Und ja, ich nehme sie einmal die Woche zusätzlich zu den 10.000 Einheiten täglich. Und was ich gemacht habe jetzt, ich will es euch zeigen. Jetzt seht ihr meine Geheimnisse. Hier, das ist eine Vitamin, nicht Vitamin, das ist eine Sonnenlampe. Habe ich bei einem Reptilienhändler gekauft. Das heißt, ich bin aber nackt hier, ne? Also so, das ist Quatsch jetzt. Das wert nur, dass es in die Haut geht. Ne? Ja. Wichtig ist Vitamin D im Winter. UVA und UVB-Strahlung. Also beide, weil UVA ist, sorgt nur für Bräune und UVB, wenn ich mich nicht irre, sorgt für das Vitamin D-Entwicklung in der Haut. Ich habe Angst, dass das Handy runterfällt jetzt. Ja. Was war mein Anliegen? Mein Anliegen war auch, dass ich zweimal in Reha war und zweimal hat man mir gezeigt, dass es Menschen gibt, MS im Endstadium. So werden sie auch landen. Juhu! Aber ich sage, muss nicht, muss das sein? Ja, da müssen sie sich ihren Schicksal geschlagen geben. Nee, muss ich nicht. Muss ich wirklich nicht. Ich habe ein Video, wo ich einmal dieses Bild gezeigt habe. Das war 2018. Ganz groß hier, irgendwas mit 2007, Verdacht auf MS. Die Linie geht stark nach oben. 2011 war der Super-GAU. 2013 war der Super-GAU. 2018, bevor ich einen Schub hatte, war hier ein Fragezeichen. Unten hoch und höher. Ich habe einen Schub gehabt, wieder so nach oben. Ich werde dann im April eine neue Kurve machen. Und da habe ich mal gedacht, ich will mich nicht abfinden mit diesem hoch, hoch, hoch. EDSS, für viele ist es ein Begriff, Behinderungsgrad. Für mich ein Ziel ist, wenn möglich, ab jetzt eine gerade Linie. Dass die MS zwar noch wirkt, dass die MS in mir ist, aber dass die blockiert wird, komplett. Ne? Ab jetzt eine gerade Linie. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das sind hier die Schübe von 2018. Schlimm, nicht bewegen können. Da und dann, seither habe ich so einen Hickhack. Und mein Ziel wäre so. Was gut ist, ich habe EDSS, glaube ich, 7, jetzt habe ich EDSS 5,5 bis 6. Also vom Rollstuhl bin ich weg. Das ist eine gute Nachricht. Ich habe nur den Gehstock. Ich habe nur den Rollator. Rollstuhl ist seit 2018 in der Garage. Ich lüge, August 2018 in der Garage. Also, ich weiß, was es heißt, wenn man sich nicht bewegen kann. Es ist schon einschränkend. Man gewöhnt sich an vieles dran. Ne? Aber das wollte ich euch sagen. In Vorbereitung habe ich dann, falls es klappt, seid geduldig mit mir. Im März oder April 2020. Also nächstes Jahr, in 4 Monaten, wenn es klappt mit dieser Sonne, die ich mir gekauft habe. Und wenn es klappt, werde ich allen meinen Familienmitgliedern, also meine drei Kinder, also Erwachsenenkinder, so eine Lampe schenken, meiner Frau eine schenken und denen sage ich, so ab September, wenn Winteranfang ist oder Herbstanfang ist, jedes Tag 10, 15 Minuten Oberkörper nackt, beschallen lassen, schön warm. Weil es hält warm. Ne? Ich bin letztens ins Bett gegangen. Ne? Das ist mein Schlafzimmer. Ins Bett gegangen, da schlafe ich, da schlaft meine Frau. Und da war ich sehr heiß, also temperaturmäßig. Ne? Nicht falsch verstehen, das muss ja nicht jetzt unter der Gürtellinie gehen. Temperaturmäßig, und hat meine Frau gesagt: Hast du Fieber? Ne, habe ich nicht. Hast du Fieber? Ne, habe ich nicht. Aber du bist so heiß, temperaturmäßig. Also, wenn ich Fieber hätte, würde ich
im Moment zittern, Probleme haben, Schüttelfrost. Ne, ich bin einfach warm, weil ich vergessen hatte, 15 Minuten, ich war fast eine halbe Stunde, habe was gelesen. Irgendwann, ich brenne ja richtig. Und dann habe ich das ausgeschaltet. Und die Hitze oder die Wärme hat gereicht die ganze Nacht. Meine Frau hat mir umschlungen. Ne? Die hat immer so kalte Füße. Ach, egal jetzt. Auf jeden Fall das Jahr 2019, Jahresrückblick. Jahresrückblick. Ich kann sagen, das war ein gutes Jahr. Schlecht angefangen, gut aufgehört. Und ich hoffe, dass 2020 ich weiter nach vorne schaue. Und ich hoffe, dass mit diesen Sachen Sonne und Vitamin D, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin K2 und einiges noch dazu, naturmäßig, und also die Natur hilft auch einem. Ich habe jetzt seit 2,5 Monaten oder 3 Monaten nehme ich keine Schmerzmittel mehr, keine Antihistaminika und keine Antiepileptika, die habe ich einfach beiseite gelegt. Mir reicht schon eine Sache. Ne? Manche sagen, lehn alles ab. Nee, mache ich nicht, weil wenn etwas kaputt ist wegen einem S, was kaputt ist, kann nicht immer repariert werden. Ne? Dasselbe, wenn einer einen Arm amputiert bekommt, er wächst nicht nach. Zu vermeiden ist, wenn noch weitere Amputationen sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Das will ich vermeiden im Sinne der MS. Dass es weiter nach oben geht. Mir reicht jetzt dieser Zustand. Es wäre besser, wenn es besser wird, aber Zukunftsvoraussage, wenn ich in 10, 15 Jahren weiter noch so bin wie jetzt, kann ich mich glücklich schätzen. Weil ich habe schon viele gesehen, die es tut weh, wenn die am Ende so nur ein Stück Fleisch, die können nicht ins Klo gehen, die können nicht essen, die werden praktisch an Maschinen gehängt. Aber das soll keine Entmutigung sein, es soll nur erst recht jetzt kämpfen. Dass man sich, oh, ich bin krank, sondern erst recht kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Angriff ist die beste Verteidigung, heißt es. In diesem Fall, ne? Also wir müssen ja nicht angriffslustig sein. Wir müssen freundlich sein, lieb sein und demütig. Also da muss man auch anerkennen, ne? Gute Qualitäten bringen auch gute Ergebnisse. So, das war's von mir und ich wünsche euch noch einen schönen letzten Tag dieses Jahr. Und ich zeige euch mal, wie es schön draußen ist. Und frostig. Das habt ihr schon in der Einleitung gesehen. Alles klar dann. Tschüss.